Ich begrüße hier in dem Raum hier, es sind auch noch einige im Nebensaal, im kleinen Saal, die das per Videoübertragung verfolgen, auch dorthin einen guten Abend. Und diese Tage der Utopie werden heute auch wieder übertragen nach Kirchbach in der Steiermark. Das ist ein Dorf im oststeirischen Vulkanland, weiter entfernt als Paris tatsächlich, wo unsere Musikerin herkommt. Warum eigentlich ausgerechnet nach Kirchbach, nicht nach Graz oder München oder Wien? Das hängt zusammen mit den Tagen der Utopie 2003. Damals hat Franz Narada die Vision der globalen Dörfer vorgestellt. Und diese Vision des globalen Dorfes ist die Idee, dörfliche Lebensqualität zu verbinden mit dem besten Wissen der Welt. Gezielt ein Dorf und Menschen, die dort wohnen, damit zu versorgen. Das war damals ein Zukunftsbild und das ist heute inzwischen teilweise schon in Ansätzen Wirklichkeit geworden. In diesem Dorf Kirchbach, verwirklicht vom Verein KB5 Globale Dörfer. Die haben in einem lange leerstehenden Bezirksgerichtsgebäude als private Investoren dieses Kultur- und Businesszentrum für 5 Gemeinden eingerichtet. Und dort nehmen heute auch wieder viele, viele Personen teil, in diesem Raum hier, den wir sehen, und in 2 Nebenräumen. Also ein herzlicher Gruß einmal von Vorarlberg in die Oststeiermark. Die Utopie ist eine charmante Kritik des Bestehenden, aber mit einer ganz anderen Mechanik. Wir haben da in unserem Vorwort im Buch das folgendermaßen beschrieben: Bei der Entwicklung dieser Veranstaltungsreihe ging es uns aber nicht um die Kritik bzw. Analyse des Bestehenden, sondern um die Qualität des neuen Vorschlags. Wir sind an Lösungen interessiert, seien sie auch noch so fernliegend, und nicht an der bloßen Beschreibung der Defizite. Wiewohl diese wahrscheinlich der Ausgangspunkt für die Suche nach Besserem sind. Insofern ist jede Utopie immer auch eine ziemlich präzise Beschreibung des Status quo. Aber mit einer ganz anderen Sogwirkung. Also wir sagen immer, die Kritik macht einen Druck und die Utopie macht einen Sog, das Zukunftsbild macht einen Sog. Ich möchte noch einen Satz von Hans-Peter Dürr zitieren, den er heute gesagt hat. Der ist extrem symptomatisch, wie wir mit Öffentlichkeit umgehen. Ein Baum, der fällt, macht mehr Krach als ein Wald, der wächst. Das ist ein wichtiger Satz, weil so nehmen wir unsere Welt wahr. Und der wachsende Wald ist keine Meldung. Und das ist jetzt keine Pauschale, kein Journalistenbashing sozusagen, sondern wir konsumieren das auch jeden Tag. Ich möchte Ihnen kurz noch unser musikalisches Konzept erklären. Also für uns ist das ganz wichtig, dass wir mit Musikern zusammenarbeiten. Wir wollen nicht nur einen intellektuellen Input leisten, sondern auch den Bauch mit integrieren und auch unsere Gefühle integrieren. Und die Musik leistet etwas, das mit Sprache allein nicht möglich ist. Und wir merken das auch immer, dass nach dem Musikbeitrag eine völlig andere Atmosphäre im Raum ist. Es ist ein unverzichtbarer Bestandteil. Und ich begrüße ganz herzlich Carol Robinson. Das Stück von gestern nach dem Vortrag wurde aufgenommen. Das wird heute eingespielt. Und sie improvisiert dazu, beziehungsweise spielt komponierte Teile vom Computer aus ein. Das ist auch eine interessante künstlerische Strategie, aber auch für Utopien wichtig. Es geht um Transformationsprozesse. Es geht darum, gute Konzepte zu haben, aber sie anpassungsfähig zu halten und mit ihnen weiterzuarbeiten und sie an das Jetzt anzupassen. Das Stück heißt U-Chain, also Utopie-Kettenglied. Sie ist geboren in Amerika, lebt in Paris, ist eine hervorragende Interpretin in der Klarinette und sie komponiert für das Tanztheater und für das Musiktheater. Ich darf jetzt den heutigen Referenten, Professor Dr. Bernard Lietard aus Boulder, Colorado, USA, bei uns begrüßen. Es ist eine weite Reise. Herzlich willkommen in St. Arbogast. Danke.
Er ist einer der vielseitigsten Währungsexperten unserer Zeit. Er leitete unter anderem die Einführung des ÖKÜ, wir erinnern uns noch, das Vorgängerwährung von Euro, war Geschäftsführer einer der erfolgreichsten Offshore-Währungsfonds, wurde 1990 von Business Week zum Welttop-Währungshändler gewählt, war Berater vieler internationaler Konzerne und hat dann die Seite gewechselt, gewissermaßen, begann Entwicklungsländer in Währungsfragen zu beraten, kehrte zur Forschung zurück und schrieb im Rahmen eines Forschungsauftrags am Institut for Sustainable Resources an der Universität Berkeley das, sein siebtes Buch, das vielbeachtete Buch, Das Geld der Zukunft. Ich habe heute die Widmung drinnen gelesen, das sagt etwas von seinem Geist aus. Er schreibt da an die Leserinnen und Leser, für ihre Kinder und die Kinder ihrer Kinder. Er ist Mitglied des Club of Rome. Und er zeigt in diesem Buch auf, dass es im Laufe der Geschichte ganz andere Geld- und Finanzsysteme gegeben hat, als wir sie heute kennen und als wir sie heute als feste Größe sehen und fast als Gott gegeben hinnehmen. Unsere derzeitige Finanzordnung hat neben ihren durchaus positiven ökonomischen Auswirkungen zahlreiche brennende Probleme unserer heutigen Zeit mitverursacht und tut es weiterhin. Den Mangel an sinnvoller Arbeit, das Gefühl, weniger Zeit zu haben, die wachsende Armut trotz gigantisch wachsender Produktivität, ein kaum bezahlbares öffentliches Sozialsystem, sekundenschnelle Flucht des Kapitals in Regionen mit den niedrigsten sozialen und ökologischen Standards und im System selber drinnen eine zunehmende Instabilität und Krisenanfälligkeit, die zum Problem wird und auch von Experten, die drinnen stehen, mit vorgehaltener Hand auch immer wieder angesprochen werden. Die Zukunft sieht Lear dar in der Entwicklung von komplementären Währungen. Nicht Alternativen, sondern komplementären Währungen. Und er entwirft heute Abend in Regio und Terra ein visionäres Szenario, wie lokale und globale Währungen nachhaltigen Wohlstand in der einen Welt hervorbringen können. Er spricht Flämisch, allerdings nicht heute Abend. Er stammt aus Belgien, spricht Französisch, Spanisch, eine Jugendliebe, Spanisch und Englisch natürlich. Und er spricht auch Deutsch. Ich vermute besser, ein bisschen. Aber ich glaube, besser als manche von uns Englisch sprechen. Und der Herr wird da heute am Abend den Vortrag zum Teil in Englisch halten und zum Teil in Deutsch. Und das Englische wird übersetzt von Frau Christine Preuß. Aber zuerst darf ich jetzt, hören wir jetzt auf die Musik, auf diese wortlose Hinführung in den Raum der Zukunft mit Carol Robinson. In diesen Raum, den die Musik eröffnet, wo Zukunft und Gegenwart zusammenfällt. Thank you.
Guten Abend. Genau wie wir heute Abend das Musik gehört haben über, was gestern gespielt war, muss ich auch etwas aufbauen über, was Hans-Peter Dürr uns gesagt hat. Wir sind nicht weit von einem Unsicherheitsbund in die Weltwirtschaft. Und dieser Unsicherheitspunkt ist die Rolle der Dollar und die Möglichkeit von einem Crash, worüber ich heute Abend für das erste Mal im Publikum rede. Ich glaube, dass in den nächsten 2 oder 3 Jahren die wichtigste Unsicherheiten unseres Lebens sich durchspielen. So, ich glaube, dass es auch ein richtiges Thema ist für eine Utopie. Was machen wir damit? Uns zu beginnen mit einem kurzen Inhalt von meiner eigenen Utopie. Was ist möglich in unserer Lebenszeit? Und ich glaube, dass es eine Weltzivilisation der Weisheit ist. Oder keine Zivilisation. Wir müssen durchbrechen oder verstören. Und das ist, worüber es geht. Und Geld ist die Hebel. Das Geldsystem ist die Hebel für unsere Zivilisation. Darum, kleine Änderung da, spielt sich durch. In die Größe Änderungen, in viele andere Felden, ja, ist das richtige Wort? Danke. Ich improvisiere auch auf Deutsch, also genau wie Carol. So, aber das wichtigste Teil ist eigentlich die Möglichkeiten. In einer Unsicherheitssituation spielt er auch neue Möglichkeiten vor, die man kann, wenn man bereit ist, durchspielen, die nicht normal möglich sein. Und ich glaube, dass wir solche, das ist, was wir leben in den nächsten 2, 3 Jahren. So, was ist meine Utopie? In der ersten Mal in unserer Geschichte, unserer bekannten Geschichte, wissen wir genug, um eine ganz andere Zivilisation zu schöpfen. Wir wissen genug, um Futter zu machen für alle Menschen in der Welt. Wir haben genug Produktionsmöglichkeiten für alles. Und was machen wir nicht heute? Wie spielen wir diese Möglichkeiten?
Wir können auch eine Weisheit-Zivilisation schöpfen. Hoffentlich ist es die Veralterung von der Bevölkerung nicht nur ein Dekadenz. Okay? Hoffentlich, es gibt mehr Leute. Zwei Drittel von allen Menschen, die in die Geschichte der Menschheit 65 Jahre und mehr haben, sind lebend heute. Die ganze Geschichte der Menschheit. Zwei Drittel von diesen Menschen, die diese Altertum und Alter sind, leben heute. Wir haben das nicht gekannt. Die Teilen von dieser Weltzivilisation, glaube ich, das ist der erste Punkt, das ausgeglichen wird weibliche und männliche Werten. Für die letzten 5000 Jahre in unserer Geschichte sind sie weibliche Werten unterdrückt gewesen. Diese kommen zurück. Eine andere Dimension ist die innere und die äußere. Darüber ist auch Hans-Peter geredet. Okay? Wenn er gesagt hat, dass die Quantumphysik einen größeren Teil von der Innere und die Äußere zusammenbringt. Ich glaube, dass das auch, was wir tun müssen und können in diese nächste, in unserer Lebenszeit. Der dritte Aspekt ist Wertschätzung von der Weisheit von allen Kulturen der Welt. Nicht nur die abendländerische, nicht nur die amerikanische. Okay? Es gibt einen Teil davon, aber es ist ein Teil davon. Wir müssen eine Symphonie spielen, nicht eine Sonate. Und Ehren von allen Lebensformen. In dieser Stunde, dass ich rede, absterben sich 7 Lebensarten. In die nächste Stunde, jede Stunde, verlieren wir 7 Lebensarten in diesem Planeten. Und ein größeres Teil davon ist unsere Menschheit, die das schafft. Auch das erste Mal. Und das muss stoppen. Und das muss drehen. So, das ist meine Utopie. Es gibt auch Gegenbewegung. Was wir heute erleben, ist ein Gegenbewegung. Wie in einer Bärung, in einem Geburtsprozess, diese zurückdrücken und zurücktragen. Das ist, was wir heute leben. Und es ist nicht angenehm. Wir sind alle an diesem Weg geboren. Eigentlich ist es auch interessant, mein Freund Stanislav Grof, die über die Psychologie von die Lebensprozess, von dem Geburtsprozess viel geschrieben hat. Menschen, die geboren sind, ein Cäsarienschnitt, Cäsarienschnitt? Kaiserschnitt, ein Kaiserschnitt, haben die Umf nicht um das Leben. Das erste größte Problem, das sie haben, können sie es nicht mitnehmen. They fade in front of a challenge. So, es ist kein Kaiserschnitt, was wir als Zivilisation haben. Und diese Gegenbewegung, die Kriegs-, die Ölproblematik und die Währungsproblematik, ist der Teil davon. Und am Ende, ich glaube auch, dass die Menschen, die Dualität, die spirituelle Suchende, Menschen, die Winston probieren zu verstehen, das will alle ein sein. Und das begriffen. Es ist Zeit, um aktiv zu werden in der Welt. Früher waren das Menschen, die sich zurückziehen. Dieses Nehmen. Die gehen in ein Monasterium und in ein Gebirge irgendwo, in die Himalayas irgendwo. Nein, heute ist es aktiv werden. Und ich glaube, dass diese Kombination eine neue Zivilisation möglich macht. Wir sind jetzt am Ende
von einer ganzen Menge Wertesystemen, nicht nur einen. Eine, das wir kennen natürlich, ist die Kalte Krieg, die beendet ist mit der Wende und der Berlin-Mauer-Geschichte. Aber es ist auch das Ende von der industriellen Zeitalter. Wir haben genug gehört über die Informationszeitalter. Aber man sagt nicht, dass es das Ende bedeutet von einer Industriezeitalter. Und das ist, was jetzt passiert heute. In Japan, hier in Europa und in den nächsten Jahren in Amerika. Es ist auch ein Ende von dem modernen Zeitalter. Die Renaissance, die Denken von dem Mensch als Übermensch, die die Natur beherrscht, ist von dieser Periode, die Individu als ein Ende in sich selber, die eine wunderschöne Möglichkeit geschöpft hat, ist an Ende gekommen. Es ist auch ein Ende von Hyperrationalismus. Hyperrationalismus. Denken, dass das Rationalität die einzige richtige Weg ist, um die Wirklichkeit zu verstehen. Alles, was nicht rational ist, ist irrational. Ja? Wir brauchen unsere ganzen Möglichkeiten von Sinnen, unser Gefühl, unser Herz, nicht nur unser Kopf, wird mitspielen. Und das ist, wo wir sind. Wir sind am Ende von dieser Periode, die begonnen ist mit Parmenides, Plato, 500 vor Christus. Und am Ende auch ein Ende von der patriarchalischen Welt. Die patriarchalische ist die älteste, begonnen in 3000 Jahren vor Christus. Und wir spielen noch einmal mit. Und interessanterweise, unser Geldsystem ist noch immer diese Ausdacht von dieser Periode. Das ist noch immer geprägt in diese Denkweise. So, das sind viele Enden. Ne? Und da sind wir. In unglaublich kurzer Zeit. 20, 30 Jahre von Beginn bis Ende. Das ist. Darum kommt die Weltzivilisation der Weisheit oder ein anderes Spiel, nicht unser Spiel. Die Welt ist nachhaltig. Dieser Planet ist nachhaltig. Als Menschheit daran dabei ist, ist eine offene Frage. Okay? Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir aus unserem Hypnotismus, Hypnose, kollektive Hypnose. Und Geld heute ist unsere kollektive Hypnose. Das Geldsystem ist unsere kollektive Hypnose. Es ist Zeit, dass wir wach werden. Ich muss erst ein paar Definitionen geben. Okay? Was ist Geld? Okay? Und es gibt einen Unterschied zwischen Geld und Währungen. Und allgemein benutzen wir diese Worte als Synonymen. Und eigentlich sind sie nicht Synonymen. Sie sind nur Synonymen geworden in den letzten 100, 150 Jahren. Geld, Money auf Englisch, ist, was eine Zentralautorität für Steuerzahlungen anerkennt. Das ist Geld. Es ist die gesetzliche Zahlungsmittel. Alle unsere normales Geld, unsere offizielle nationale Währung, national Geld, sorry, Dollars, Euros, Yen und so weiter, sind so geschöpft. Sie sind geschöpft aus des Nichts, durch Banksystem, mit Bankschulden. Viele Leute denken, dass Geld geschöpft ist mit Regierungen. Das ist nicht so. Regierungen müssen Leihungen machen von Bankwesen, um dieses Geld zu benutzen. Und da ist Zinsen eingebaut. Es ist, historisch gesehen, ein sehr anormales
Geld, was wir so geschöpft haben. Aber was ist Money? Was ist Currency? Währung. Das ist, was eine Gemeinschaft als Zahlungsmittel annimmt, als inoffizielles Zahlungsmittel, das die Leute untereinander nehmen. Und es gibt zwei verschiedene Arten davon. Business-Währungen, Frequent Flyer Miles, Bonus Miles und so weiter, die auch ein Tauschmittel sind. Es gibt mehr, es gibt 14 Millionen Millionen Bonusmeilen in Umlauf. Mehr als Dollars oder Euros heute. Und die sind geschöpft privat durch 5 verschiedene Luftallianzen. Ja. Und der andere Teil von die, ein anderer Typ von Komplementärwährungen, ist Gemeinschaftswährungen. Und diese sind eigentlich die wichtigste, um dass diese eine ganz andere Beziehungen, andere mögliche Lösungen finden für unsere soziales Probleme. Und da haben wir viel von, die noch nicht gelöst sind. So, das ist ein Beispiel. Dollar, Time Dollars, Talente, Tauschkreisen und so weiter. Es gibt 5000 von diesen heute. Es waren 2 in 1982. Wenn ich beginne Forschung zu tun habe über dieses Thema, waren ungefähr 100. Okay? So in den letzten 10, 15, 15 Jahren sind es von 100 nach 5000 gegangen. Habt ihr auch hier in Vorarlberg haben sie die Tauschkreisen. Es gibt verschiedene Hunderte in den deutschsprachigen Raum. Und voll Tausch oder Barter, das ist Austausch von Waren und Dienstleistungen ohne standardisierte Tauschmittel. Also ein Tauschwährung ist ein Oxymoron, ein Gegenspruch, okay, in der technischen Terminologie. Aber gut. Was sind die Schlüsselpunkte, die ich heute probiere zu kommunizieren? Der erste ist, dass die Wichtigkeit von Geld- und Währungssystemen, die Tauschmittel, das wir benutzen, ist sehr, sehr wichtig. Es ist die Software von unserer Gesellschaft. Es prägt alles, was wir tun, und es macht auch unmöglich Dinge, die wir nicht tun können. Okay? Das ist Spielregel. Mit diesem Computer kann ich nicht etwas anderes tun. Das, was diese Software entschieden ist, vor dem Spiel spielt. Das ist, wo wir sind. Der zweite Punkt ist, wir haben Systemprobleme, systematische Probleme, die nicht so ein Unfall sein. Helmut Schmidt, der deutsche Kanzler, hat gesagt, we have a non-system. We're living in a non-system. This is not a system. It's an accident from a deterioration of an ex-system. Paul Volcker, the voorzitter of the Federal Reserve Board for Greenspan, we need a new global currency. Actually, I thought that was the dollar. Ex-Kanzler Schmidt hat gesagt, wir haben nun ein Nicht-System, und Paul Volcker, das war der Vorsitzende der Federal Reserve, hat gesagt, wir brauchen eine neue globale Währung. Alan Greenspan, der Papst von heute, also in monetär, wir haben nur 2 Papsten, ja. I foresee private currency markets in the 21st century. Er hat gesagt, also, dass er für das 21. Jahrhundert private Währungsmärkte vorhersieht. Das ist ungefähr so wichtig, als der Papst sagt, ich habe darüber gedacht, in die Marktheit von Maria ist nicht von, was ich dachte. So. Ja, das ist dasselbe Sicht, unglaublich zu denken. Ja? Dat Greenspan sagt, wir haben andere Spiele, private Geldsystem. Und der dritte Schlüsselpunkt ist,
Währungsinnovationen werden zu systematischen Lösungen dank der Informationstechnologien, die Informationswelle gibt eine ganz neue Möglichkeit, um Probleme zu lösen, das wir nicht früher hatten. Okay? Eigentlich Geld und Währungen sind Informationssysteme, nichts anderes. Das älteste Informationssystem, das wir haben. Okay? Und es ist ganz logisch, dass mit einem Informationszeitalter da etwas mit passiert. Und das ist auch, was passiert. So, was sind die systematischen Probleme? Das erste ist, Geld ist, hat Instabilitäten. Es gibt 130 Länder von den 180, die bestehen in dem Planet, haben in eine Geldstürzung gegangen, haben eine Krise erlebt in Geld. Es gibt auch eine steigende Wahrscheinlichkeit für eine Dollarkrise. Und das ist das Ende von diesem System. I'll switch to English on that one. It's the first time I talk about this. Because it's always tricky to talk in this field because you create a reality. Das ist etwas, worüber ich heute das erste Mal spreche. Es ist immer schwierig, in diesem Bereich etwas zu sagen, weil man damit sofort eine Realität schafft. If Alan Greenspan is saying tomorrow morning, I believe there is a problem with the dollar, tomorrow afternoon there is no dollar. Wenn Alan Greenspan morgen Vormittag sagt, ich glaube, der Dollar hat ein Problem, dann ist es am Nachmittag soweit, dass es den Dollar womöglich gar nicht mehr gibt. So, it's self-fulfilling prophecy. Selbsterfüllende Prophezeiungen. And I've been trying not to be part of the problem. Und ich versuche nicht Teil des Problems zu sein. But I think the time has come where the game is over. Aber die Zeit ist gekommen, da das Spiel vorbei ist. A dollar crisis can happen through a number of reasons, including none. At this point, the timing is unknown. I don't claim to know, and I believe anybody who claims to know is lying. It's impossible to predict because there are many possible causes. But we've gotten to the point where Franz Peter was talking about. It's up there, and it's in the hands of none of the people in charge. Nobody is in charge of that one. Die Dollarkrise kann zu jedem Zeitpunkt geschehen. Das Timing ist völlig unbekannt. Wenn irgendwer behauptet, er wisse den Zeitpunkt, dann lügt er oder sie. Das ist also nicht vorhersehbar, so wie Hans-Peter Dürr es auch gesagt hat. Ja. So, die Gründe sind nie bekannt und niemand ist zuständig, wenn es dann soweit ist. So nobody is in charge. That's the interesting reason. Be aware of that. Also niemand ist zuständig, das ist wirklich der interessante Punkt daran. The second systematic problem is that we don't have a value standard anymore, but that's not new. This is since 1971. And obviously we will need one for a planetary civilization. You cannot have, if I decide that the meter will shrink with the temperature of places, you know, then we stop making it very complicated to do anything with meters. And that's what we have to do with money. We've created a huge industry to protect, to find an insurance on the shrinking of the meter. Das zweite systematische Problem ist der Wertstandard. Wir haben ja seit 1971 keinen Wertstandard mehr für das Geld, brauchen aber für diese weltweite Zivilisation einen Wertestandard. Das wäre so, wie wenn der Meter schrumpft. Es wäre wahrscheinlich sehr schwierig, eine Versicherung zu finden, die einen gegen das Schrumpfen des Meters versichert. Und für Geld ist es das Gleiche. Wir haben keinen Wertstandard mehr. The consequence of that phenomenon since 1971 has been that there
the proportionally on a world level, the investments in the third world has shrunk by a third. So countries invest in each other, Japan in Europe and in America, but it's all happening in the first world. The third world is gone. Die Folge davon ist ein Phänomen, das wir seit 1971 beobachten, und zwar nehmen proportional die Investitionen in der dritten Welt um ein Drittel ab seither. Das heißt, die erste Welt investiert unter sich, die Japaner in Europa, die Europäer in Amerika und so weiter. Das findet alles in der ersten Welt statt und die dritte spielt keine Rolle mehr. That is a good recipe for despair for the majority of humanity. Das ist ein gutes Rezept, um die Menschheit in die Verzweiflung zu führen. So, terrorism is not an accident. Und Terrorismus ist kein Unfall, kein Zufall. The third thing is an older problem still, semi-systemic problem. The way money is created amplifies cycles, makes things worse, both up and down. And the reason is that because banks are creating the money, they invariably throw more money out when the boom is on. And then you have the central banks have to try to hold back, okay, a little bit, without success. That's why you have these booms. And when there is a recession, you can't find money for anything, even the normal best-backed activities you can think of. So from a little problem, we're getting a bigger one. Das dritte Problem ist ein älteres. Die Art, in der Geld geschaffen wird, verstärkt die Wirtschaftszyklen, das heißt die Kreisläufe. Das heißt, dass Banken immer in Boom, in guten wirtschaftlichen Zeiten immer mehr Geld investieren und die Zentralbanken vergeblich versuchen, da etwas zurückzuhalten und umgekehrt in Zeiten einer Rezession keine Kredite mehr ausgegeben werden, ganz egal wie gut das Projekt ist. Und das heißt, dass diese Geldschöpfung immer prozyklisch ist. So we are on a roller coaster. Und das ist die Achterbahn, die dabei entsteht. And the fourth one, which most people don't relate to money, is the short-term thinking. Short-termism is a characteristic of our civilization. It is programmed by our money system. It's not genetic. Okay. Das vierte Problem ist unsere Art, kurzfristig zu denken. Viele Leute bringen das nicht in Zusammenhang mit Geld. Es ist ein Charakteristikum unserer Zivilisation, aber das ist nichts Genetisches. Es ist durchaus gemacht. I had a discussion with one of the top business people here in Europe, actually in Germany, one of the largest companies there. And he has four children, which is unusual today, so I commented him about that, and I asked him the question, by the way, what is the time horizon in which you think when you make a decision for your children? Oh, he said 20, 30 years. And when you come into your office, what's the time horizon? He said 2 or 3 months. Ich hatte eine Diskussion in Deutschland mit einem führenden Wirtschaftsboss und ich fragte ihn, in was für Zeithorizonten er denkt, wenn er zum Beispiel an seine Kinder denkt, und dachte, ja, 20, 30 Jahre. Und dann, wenn sie ins Büro kommen, was ist da ihr Zeithorizont? Und er sagt, naja, 2, 3 Monate. And the reason is that he added, and if I didn't do that, I would be fired and replaced by someone who does it. Und der Grund dafür ist, wenn er das nicht tut, dann wird er gekündigt und durch jemanden ersetzt, der kurzfristig denkt. So, what's the difference? The difference is, when he is in his office, he's making financial decisions. Decisions based on money. Okay? Was ist der Unterschied? Wenn er in seinem Büro ist, dann trifft er finanzielle Entscheidungen, die mit Geld zu tun haben. So, and this relates directly, and I'll show you in a few minutes why, the interest process built in our money system, but every
euro, every dollar that ever been created is someone's debt with interest, that the interest that's built in is the mechanism by which we are programmed to shift from term. Und das hängt direkt mit etwas anderem zusammen, zu dem ich später komme, und zwar mit dem Zinsprozess in unserem Geldsystem. Die Zinsen führen dazu, dass Schulden entstehen, und das ist der Mechanismus, der in unserem gesamten Geldschaffungssystem zum Tragen kommt, durch diese Zinsen. A picture says it in 1,000 words. Sie sehen es, das Bild sagt alles. Trouble heißt Schwierigkeiten, Probleme. Trouble. And if you want to get out of it, we'll have to do what this gentleman claims is not supposed to be done. Und wenn wir da raus wollen, dann müssen wir das tun, was der Herr in der Karikatur gerade seiner Katze verbietet. Also nie aus der Kiste, außerhalb der Kiste. Denkt. Okay, so what are the key concepts that I would like to leave with you? Okay. Was sind jetzt die Schlüsselkonzepte, die ich Ihnen vortragen möchte? The first one is that economic theory assumes that money is neutral. It's a passive medium of exchange that is only used between people, and it doesn't change the kind of transactions performed, and it doesn't change the relationships between the people. That hypothesis is wrong. And it has a huge implication for the entire field of economics. Back to square one. Also konträr zur wirtschaftlichen Theorie ist Geld nicht wertneutral. Mit unterschiedlichen Währungssystemen entstehen auch verschiedene Verhaltensweisen, verschiedene Beziehungen zwischen den Menschen und auch verschiedene Transaktionen. So we can, by just becoming aware of this, we can change the way we relate to each other. We can change the nature of the transactions that are being performed. This is revolutionary. But we have the evidence for it. Und wenn wir uns dessen bewusst werden, dann können wir auch unsere Transaktionen und die Beziehungen zu anderen Menschen verändern. Second point is the current money system, which is originally from a patriarchal environment, is the programming system that actually creates the competitive game, creates the necessary, well, it's the patriarchal value system that's carried through. Now, don't mishear me. I believe there is a role for the warrior energy. But the problem is when you have a monopoly of a money that is programmed that way, whatever you want to do, you have to play it in that way. There is no other game in town because of that exchange tool. Der zweite Punkt ist der, dass unser aktuelles Geldsystem der Motivator für und den Wettbewerb ist. Das heißt, das Geldsystem, das Währungssystem, das wir haben, ist ein patriarchalisches Wertesystem und unterstützt dieses patriarchale System auch. Und wir müssen nach diesen Regeln spielen. Es gibt kein anderes Spiel, das läuft. Wir müssen uns danach richten. The solutions is to become aware of this and do something about it. And there are two ends of the spectrum that I will be talking about today. One is a global currency that is not anybody's national currency. It's a currency that's designed to global transactions. And that is designed to be both stable, okay, Stabilität, and programmed to think long term. That's the first bit. Die Lösungen sind nun folgende. Wir müssen uns dessen bewusst werden, und aus diesem Bewusstsein heraus müssen wir etwas tun. Es gibt zwei Enden des Spektrums.
zunächst einmal auf der einen Seite eine globale Währung, die nicht national ist, die speziell für globale Transaktionen gemacht ist und die auf Stabilität und langfristigem Denken beruht. And the second type is at the other end of the spectrum, smaller than the nation state, at the regional level, at the local level, where you create a medium of exchange that people can use to solve their local problems. So you need both. Und am anderen Ende des Spektrums haben wir lokale und regionale Währungen, die dazu dienen, lokale Probleme zu lösen und lokale Transaktionen durchzuführen. So the two together create some kind of like a buffer zone, a protective layer around the existing system. So I'm not saying that we should eliminate the existing system. I'm just saying it's in trouble. So by protecting it that way, we have, it's like a spare tire. It's a good idea in case something goes wrong with your normal tire. Und beide zusammen bilden einen Puffer um das aktuelle Geldsystem herum. Ich sage nicht, dass wir das aktuelle System eliminieren sollen, aber wir haben ein Problem damit und wir müssen dieses Geldsystem irgendwie schützen. Das ist ein Schutz, so wie ein Reservereifen beim Auto. Alright, wir müssen, ich frage, ist es besser mein schlechtes Deutsch oder mein ungefähr normales Englisch? Was wünschen Sie? Wer wünscht, dass ich Deutsch darüber gehe? Und wie viele Leute wünschen, dass ich nach Englisch gehe? Alright. I think you have a job. So, let me start by describing briefly, I won't get into the mechanics of the Terra. I'm just providing the highlights for the Terra. First point is, as long as the corporations, which are currently the real decision makers on the way we will live in the future, okay? It's not done democratically. It's not the governments that decide what car we will drive, what tool I will use, even what clothes I will wear, okay? This is today made by corporations. So as long as the corporations can only think short term, there is no chance in hell that we will get long-term sustainability. This is just not compatible. Ganz kurz möchte ich das Terra-Währungssystem beschreiben. Ich kann nicht zu sehr ins Detail gehen, aber der erste Punkt ist, dass solange Unternehmen kurzfristig denken, und die Unternehmen sind ja diejenigen, die die Entscheidungen fällen über unsere Zukunft, nicht die Regierungen oder Parlamente, die Unternehmen entscheiden, wie unsere Zukunft aussehen wird. Und solange die kurzfristig denken, gibt es keine Chance auf langfristiges Denken und langfristige Profite. The short-term thinking is programmed through the mechanism of interest, and I will show you in a little metaphor in the next slide why that is the way that is. That is not just a strange idea. Das kurzfristige Denken wird eben programmiert durch das Zinsensystem, das wir haben. And the Terra is a mechanism to reverse that, to make it profitable to think long term. Und what a concept. Terra kehrt das Ganze um. Es macht langfristiges Denken rentabel für Unternehmen, Konzerne. So, when you're dealing with an elephant, and we're dealing with elephants, you know, there are only three ways of convincing an elephant to move. The first is try to control it with regulations. Oh, sorry. Also wenn man mit einem Elefanten umgeht, und das ist ja bei Konzernen der Fall, die sind ja wie Elefanten, dann gibt es nur drei Möglichkeiten, einen Elefanten davon zu überzeugen, dass er sich bewegen soll. Das erste ist eben, Dinge zu verordnen, Regeln zu erlassen. The second one is trying to convince it on a moral basis. Und zweitens kann man versuchen, ihn mit moralischen Argumenten dazu zu bewegen.
And the third one is to give it a financial incentive. Then it will walk all by itself. Und das dritte ist ein finanzieller Anreiz. Dann geht es wie von selbst. So, what is the financial incentive that we can give to long-term thinking? Well, I'm going to give you a very simple metaphor of investing between two types of trees. Oaks that take 100 years to grow to be worth anything, and then pines that grow 10 years to grow something. And let's assume that in the first 10 years, after 10 years, they were the 100 euros, and after 100 years, they were the 1,000 euros. Finanzielle Anreize sollten also dazu da sein, um das langfristige Denken zu fördern. Ich möchte Ihnen jetzt eine Metapher zeigen, und zwar aus dem Reich der Bäume. Stellen wir uns vor, wir investieren in Tannen oder in Eichen. Eine Tanne, die braucht 10 Jahre für ein gewisses Wachstum, und Eiche braucht 100 Jahre. Now, theoretically, in a world that would be just based on physical things, there would be indifferent between the two, right? You could plant a tree for 10 years, cut it down, and plant it again and again and again and again 10 times, and you have the same price, right? Would be simple. In der Natur wäre es natürlich so, dass wir 10-mal 10 Tannen anpflanzen könnten und jeweils nach 10 Jahren umhacken und dann wieder einen neuen, und dann wäre man in 100 Jahren auch so weit. In comes money. Okay. Und jetzt kommt aber das Geld herein. So, we have now a currency, a money, with 5% interest rate. Okay? Assume that. Ein System mit 5% Zinsen. Well, that tree, this pine, looked at from today, from here, is worth 61 euros, discounted to today. Okay? Also diskontiert ist dann dieser Baum nicht mehr 100 Euro, sondern nur mehr 61,39 Euro wert. What it really means is I could take 61 euros, put them in a bank account at 5%, and in 10 years time you're going to have 100. So it's the same thing. Das heißt, okay? We follow each other. Wenn wir diese 61 Euro auf ein Bankkonto legen, 5% Zinsen pro Jahr bekommen, dann haben wir nach 5 Jahren diese 100 Euro. So what happens to our oak? Und die Eiche? Well, our oak is worth 7,60 euros. Die ist nur mehr 7,60 €. Seen from today. Von the 1,000 euros is worth 7,60 €. Diese 1,000 Euro sind nur mehr 7,6. So it is very normal that what we spend our time at is cutting down oaks and planting pines. Das heißt, wir verbringen unsere Zeit damit, die Eichen umzuschneiden und Tannen zu pflanzen. Which is what we do just about everywhere in every field of activity on the planet. Und das machen wir überall auf dem Planeten und in allen möglichen Handlungsbereichen. Now, I'm going to make a jump here and assume that we can imagine a currency with a Dummerage charge, Liegegebühr auf Deutsch, okay? Which is basically the reverse of interest. It's a parking fee for money. Ich mache jetzt einen großen Sprung und stelle mir vor, dass es ein Geldsystem geben könnte, wo es so etwas wie einen Negativzins gibt. Das nennt sich Liegegebühr, also eine Gebühr, die man zahlt für die Aufbewahrung. Wie am Parking. So, what does happen when you have that kind of money in a society? Well, your pine is worth 167 euros and your oak is worth 168,000 euros. In those civilizations, they plant oaks. In dieser Zivilisation würde man natürlich Eichen pflanzen, weil die Eiche mit dieser Liegegebühr, mit diesen Negativzinsen 168.000 Euro wert wäre und die Tanne nur 167 Euro. So, it is not just the risk of the investment that predetermines what we invest in. In all these stories, the risks are the same. The only difference is the kind of money system through which you look at the world. Also es geht nicht nur um die unterschiedlichen Risiken, im Gegenteil, die Risiken sind beide gleich, aber es geht um die unterschiedlichen Geldsysteme und die unterschiedlichen Zinsen, also einmal die positiven und einmal die negativen.
By the way, this is not theory. The good news about this is that our short-term thinking is not genetic, okay? We're being programmed every single day, all right? So wake up, all right? And the second point is that the societies, and there are a few, where you actually had a currency, a money system like this, they were building things to last forever. You can still visit them. Egypt. And there was 250 years in Western Europe where they had a similar system, where they had a demurrage system, and it was the Hochmittelalter, the time period where actually the feminine was being honored, and all the cathedrals were funded with that money. When that money system changed in the 14th century, they didn't build cathedrals anymore. Good. Interesting. They were just as Christian as before. Also zunächst einmal die gute Nachricht. Dieses kurzfristige Denken ist nicht genetisch, es ist uns nicht angeboren, wir werden täglich neu dahin programmiert. Der zweite Punkt ist, dass Gesellschaften, die so ein System, das untere, haben mit dieser Liegegebühr, mit diesen Negativzinsen, Dinge bauten, die wirklich für die Ewigkeit gedacht waren. Denken wir nur an Ägypten mit den Pyramiden und dann gab es auch in Westeuropa 250 Jahre im Hochmittelalter, wo es diesen Negativzins, dieses Liegegeld gab. Das war die Zeit, in der die großen Kathedralen gebaut wurden. Im 14. Jahrhundert änderte sich das Geldsystem dann. Das hieß nicht, dass die Leute weniger christlich waren, aber sie bauten keine Kathedralen mehr. It's interesting. I mean, we can still visit these things, you know. You can walk in them, right? This is not theory, all right? This is not a strange idea. This is societies without anybody walking around trying to convince people to think long term. They were doing it spontaneously. Okay? Es ist interessant zu sehen, dass das nicht, wirklich nichts Theoretisches ist. Wir können durch diese Gebäude wandern, wir können sie uns anschauen. Und es war nicht so, dass die Leute herumliefen und sagen, ihr müsst langfristig denken, das passierte spontan durch dieses Geldsystem. What will remain from our civilization in 1,000 years? Was wird von unserer Zivilisation in 1,000 Jahren übrig Even bleiben? Even this beautiful building is not built to last 1,000 years, I can guarantee. Sogar dieses schöne Gebäude wird sicher nicht 1,000 Jahre halten, das kann ich garantieren. So, danke. Now, I believe that as long as we are thinking through the filter of a money system that makes you think short term, we will be doing this. Solange wir durch diesen Filter denken, der uns zu diesem kurzfristigen Denken führt, werden wir das machen, was auf diesem Bild dargestellt ist. And you can turn the whole thing around. Aber man kann diese Sanduhr auch umdrehen. So let me talk about the other end of the spectrum. Und nun zum anderen Ende des Spektrums. The small stuff. Die kleinen Dinge. The regional and local currencies. Die regionalen und lokalen Währungen. Their purposes are fourfold. I go quickly over them. First of all, it is bringing together the unused resources with unmet needs at a regional level. There are lots of unused resources available. People who don't have work is one, but also other things, buildings that are empty for the weekends that can be used for other things. So unused resources and bring them together with unmet needs at a regional level. Es gibt vier Ziele für diese regionalen Währungen. Das erste ist das Zusammenführen von nicht verwendeten Ressourcen mit unerfüllten Bedürfnissen. Das sind Ressourcen, die verfügbar sind, wie zum Beispiel Leute, die keine Arbeit haben, Arbeitslose, oder Gebäude, die am Wochenende leer stehen und mit denen anderes gemacht werden könnte. It's only the imagination that's our limit there. Und nur die Fantasie limitiert das, was möglich ist. The second aspect is a possibility of having both a global civilization and a regional autonomy. This balance is currently way off. There's only a global game, and the regional aspects are being crushed.
this is a way of counteracting that. Der zweite Punkt ist, dass wir die globale Ebene und die regionale Ebene zusammenbringen. Im Augenblick ist es so, dass ein sehr starkes Ungleichgewicht zu Ungunsten der Region vorherrscht. Basically, most of the time, whenever you eat something, it probably has done at least once around the world tour. Okay. Meistens ist es so, wenn wir etwas essen, dann ist es schon einmal rund um die Erde gegangen. Because, and I think this is going to change because of no other reason, that the energy costs are going to kick in. They're in the process of doing that as we speak. Die Energiekosten werden aber jetzt steigen, also die tun das schon, während wir hier stehen. So we are at the maximum here. We're seeing the maximum of the globalization game. Am Höhepunkt des Globalisierungsspiels angelangt. And finally, it is also a good way to create identity. Sie sind Vorarlberger, ja? Der letzte Punkt ist, dass es ein guter Weg ist zur Stärkung regionaler Identitäten. Und ich habe die Fischbacher nicht vergessen. Kirbacher, danke. Right. Okay, so let's have a quick look at someone who speaks a lot better German than I would. On what happens in the regional currencies right now. Und schauen wir uns jetzt an auf Deutsch, was auf regionaler Ebene stattfindet, zum Beispiel beim Talentetauschkreis. Regionalgeld, Arbeitswertgutscheine, Tauschringe und Nachbarschaftshilfen werden zukünftig zentrale Elemente der Einkommenssicherung sein. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung des Arbeitsministeriums des Landes Brandenburg. Das Ergebnis könnte überraschen, denn noch ist die gesamtwirtschaftliche Bedeutung der regionalen Währungen gering. Aber ihr Gründungsboom zeigt den Bedarf nach solchen Alternativen, denn die Zahl der Arbeitslosen steigt weiter und durch die eingeleiteten staatlichen Reformen drohen immer neue Teile der Bevölkerung zu verarmen. Eine Antwort auf diese Krise sind Tauschringe und Regionalgeld. Inzwischen wird dieses Geld in Bankerkreisen und Unternehmerverbänden ebenso diskutiert wie in Sozialverbänden, in Forschungseinrichtungen wie in EU-Gremien. Dabei wissen sich die unterschiedlichen Initiatoren des Regionalgeldes mit vielen Arbeitsmarktexperten und Sozialökonomen einig, mit den herkömmlichen Mitteln ist die Krise der Arbeitsgesellschaft nicht zu lösen, während die Projekte der lokalen Zweitökonomien ein großes Potenzial in sich bergen. Noch sind die Regionalwährungen zwar jung. Erst in einem Zeitraum von 2 bis 3 Jahren wird sich überprüfen lassen, ob es ihnen tatsächlich gelingt, einen nachhaltigen Kreislauf zwischen Verbrauchern und Erzeugern herzustellen, Umsätze zu stabilisieren, Arbeitsplätze zu erhalten und langfristig auch neue zu schaffen. Aber schon heute stehen sie für eine bessere und gerechtere Verteilung der Arbeit und für ein nachhaltiges Wirtschaften, für die Förderung der Eigeninitiative und die Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements. Für Julia Kollmannsberger aus dem Regionalmarkt in Prien ist der Umgang mit der Regionalwährung jedenfalls zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Ich kann mit den eingenommenen Chiemgauern meine Zulieferer, Bäcker, Biobauern und Käseproduzenten bezahlen. Und ich nehme ihn für den eigenen Verbrauch und gehe damit in andere Geschäfte einkaufen. Sagt sie, nicht ohne Stolz. By the way, you are lucky enough to have a very good system right here in Vorarlberg. So the Talente system that's here is managed very, very well. It's one of the models that I'm using internationally. Sie haben das Glück hier, dass Sie in Vorarlberg ein sehr gutes System haben, das auch sehr gut verwaltet wird, nämlich den Talente-Tauschkreis Vorarlberg. This is not just a local process. So there were 5,000 in the world. I'm here in the process of inaugurating the Yamato Love. The LOV is a currency that is in Yamato City, 70 kilometers from Tokyo. It stands for Local Value Exchange. Everything is in Japanese except the LOV, see? Wir haben ja schon gesehen, dass es ungefähr 5,000 dieser regionalen und lokalen Währungen gibt.
Hier eine weitere, die wir hier in Japan eingeführt haben. Das ist die Yamato Love. Love steht für Local Value Exchange. Yeah. So, we're dealing with a palette of possibilities of currencies. We have our national currencies, which are scarce, competition promoting, and are fiat, authority guaranteed, which is extreme yang in Taoist terms. And you have, at the other end, things like mutual credit systems, like the Taos system, or the time dollar system, which is mutual credit, where people create the money between themselves. That's the extreme yin. Wir haben eine ganze Palette von Möglichkeiten im Zusammenhang mit Komplementärwährungen oder überhaupt Währungen. Auf der einen Seite die Nationalwährungen, die Knappheit schaffen. Das sind diese Fiat-Währungen, die aus dem Nichts entstehen und von Autoritäten garantiert werden. Und auf der anderen Seite die wechselseitigen Kreditsysteme, wie zum Beispiel Time-Dollars, also Yang- und Yin-Systeme. And you have points in between. For example, the business currencies tend to be here. Und dazwischen gibt es die Unternehmenswährungen, wie zum Beispiel die Bonusmeilen von Luftfahrtgesellschaften. Well, the Ithaca currency is a fiat currency in New York. There are about 40 of those systems in the United States. And they are therefore up there, weak yin. So they have a whole palette. Also es gibt diese ganze Palette, zum Beispiel diese Ithaca-Stunden, das ist auch eine Fiat-Währung. Es gibt ungefähr 40 dieser Währungen in den Vereinigten Staaten. Ithaca ist eine Stadt im Staat New York, wo diese Ithaca-Hours gelten. And I think it's about time to get aware of the connection. Und wir müssen uns jetzt den Bezug bewusst machen zwischen beiden. We have been kidding for 5,000 years. Wir haben 5000 Jahre gescherzt. So, to complete, the reason I'm interested in the money and currency domain is that it's the strongest leverage point. We don't have to re-educate everybody to behave differently. Just make available a currency that programs that behavior in a different direction. Ich komme nun zum Ende. Der Grund dafür, dass ich mich für Geldsysteme interessiere, ist ihre enorme Wirksamkeit, ihre Hebelwirkung. Es geht nicht darum, dass wir die Leute umerziehen. Wir müssen nur Geldsysteme zu ihrer Verfügung stellen, die es ermöglichen, dass sie sich anders programmieren, also nicht kurzfristig denken, sondern langfristig. Just make a mental calculation of things that you know that would be great that they should happen and don't happen because of lack of money. Überlegen Sie sich ganz kurz, wie viele Dinge es gibt, von denen Sie finden, dass sie geschehen sollten und die aber nicht geschehen, weil das Geld knapp ist. Well, let's wake up. Ja, wachen wir auf. I also think that we are at a change in consciousness about all this. We're becoming aware of this field. This is a new domain. This is all virgin territory. And we can now start addressing, instead of symptoms, when we're looking at symptoms like people who are poor, people who don't have food, people who can't get educated, all the symptoms of breakdown that we know, environmental breakdown, all these things are symptoms of a meta problem. So it's time that we look at the symptoms, the systems behind it that create these behavior patterns and address that. Es geht auch darum, dass sich das Bewusstsein verändern muss. Wir stoßen in völlig neue Bereiche vor und wir müssen von den Symptomen, wie zum Beispiel Armut, mangelnde Bildung, Umwelt, Verschmutzung und so weiter, zu den Systemen kommen, die der Grund für diese Symptome sind und dass wir uns mit diesen Systemen auseinandersetzen. Without software change, we won't make it. Okay? It's time that we get rid of the industrial age software system and believe it somehow is different from what it really is. Just an agreement, something we have invented. It's time that we become aware of what we can do.
with our new means of action. Wir müssen uns klar sein, dass es darum geht, die Software zu verändern. Wir müssen uns verabschieden von der Software, die im Industriezeitalter gültig war. Und wir müssen verstehen, dass das Geldsystem ein Abkommen, eine Übereinkunft ist, etwas, was wir erfunden haben. Und wir müssen weitergehen. By the way, I want to make sure you don't misunderstand me. I don't say we should get rid of the euros, it would be naive anyway. It will not happen, and it should not happen. But it's time to be aware of what you use it for. What are the domains of action that you want to address? It's a great system to create competition between corporations. I want to buy cars or computers or things for companies that are competing with each other. But is it the way we should address our aging population, or children's education, or environmental issues, trying to use the same tool? It's a great screwdriver, but screwdriver is tough to paint. And we have a paint job to do, also. Ich möchte, dass Sie mich richtig verstehen. Mir geht es nicht darum, den Euro abzuschaffen. Das wäre naiv, aber wir müssen uns überlegen, wofür wir dieses Geld, diese Währungen verwenden. Der Euro, diese Währungen sind gut, um den Wettbewerb zwischen Unternehmen zu fördern, aber nicht gut zur Behandlung von Problemen wie Überalterung der Gesellschaft, Kindererziehung, Umweltprobleme und so weiter. Ein Schraubenzieher ist zum Schrauben gut, aber nicht zum Malen. Da braucht man was anderes. So, this is actually the lesson I learned from the EQ project. It takes 23 years between the design of the original project and the completion. So, this is, you know, hold on, all right. Also das ist die Lektion, die ich aus der Arbeit mit dem EQ, also dem Vorgänger des Euro, gelernt habe. Das hat 23 Jahre gebraucht von der ersten Idee bis zur Umsetzung. Also bleiben wir dran. But I think it's worth making a bit of an effort and using our imagination. Aber es ist ganz gut, wenn wir unsere Fantasie verwenden. So. Thank you very much for your attention. Danke für die Aufmerksamkeit.
That was a preparatory music for a bellow track, but it sounded pretty ominous.